willkommen zurück zu einer neuen monströsen Folge Doom Eternal. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz monströs mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die monströsen Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ihr da draußen wollt mich ein klein wenig supporten. Das geht super, mega, ultra fix. Einfach nur eine Bewertung reindrücken und schon verkacke ich hier den Sprung. Man kennt es. Wie jetzt? Ich lande wieder hier. Oh Mann, dieses Spiel. Es will mich foltern, es will mich foltern. Und keiner kann mir sagen, dass das nicht so ist. Dieses Spiel will einfach haben, dass ich meinen Verstand verliere. Wow, beinahe wäre ich hier runtergefallen. So, jetzt nochmal das Ganze schön gerade springen. Und da ist er drüben. Und da sind doch meine Freunde. Gib mir mal die Knarre und schon macht es Bumm. Okay, ich habe jetzt dreimal Schwert. Wie geil ist das denn? Und ein bisschen Lebensenergie. Und ein bisschen Rüstung. Ich mag mein Leben. Oh, Revenant. Ich habe die auch schon lange nicht mehr gesehen. So viele alte Gesichter, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Aber es ist schön, mal wieder auf dich zu sehen. Willkommen. Willkommen, alter Freund. Renn ein bisschen und... Bam. Gib mir die verdammte Rüstung. Ich habe sie verdient. Ja, es ist schön, mal wieder hier ein paar alte Gesichter zu sehen. Diese ganzen merkwürdigen Magiemonster, die irgendwelche Buffs haben und Illusionen machen können, die sind brutal. Die sind wirklich unglaublich brutal. Was nehme ich mir denn? Oh ja, jetzt nehme ich mir nochmal hier mehr Munition. Wäre geil, wenn wir hier alles bekommen. Alle Upgrades. Hätte ich irgendwie Bock drauf. So, dankeschön. Mehr Muni tut gut. Dein Volk ist zum Leiden bestimmt. Die Seelenquelle für die Welt von Khan-Maker. Ich versichere dir, das hätte vermieden werden können. Mit einer anderen Führung. Ich fliege. Ich fliege. Ich muss ein bisschen Lebensenergie ganz gut gebrauchen. Dankeschön. Und ein bisschen Muni geht auch immer. Doppelt Dankeschön. Hey, Flammenmann. Genau. Immer schön her mit der Rüstung. Komm schon, Alter. Komm schon. Mach hier nicht so dämlich lange rum. 22 Schuss habe ich jetzt hier in der Shotgun. Schon ziemlich geil. Schlitz. Schlitz und weg. Komm, wir gönnen uns hier mal die Rüstung. Und gönnen uns den hier. Oh nein, nein. No. Hätte mich beinahe runtergepustet. Bumm. Bumm. Und bam. Bam. Ich weiß, darauf stehst du, Kumpel. Wir semmeln das Ding hier mal so ein bisschen rein. Freunde. Hier noch ein bisschen was holen. Du da oben willst natürlich das hier. I understand. Was, du lebst immer noch? Du siehst aus wie Gülle. Was ist denn los mit dir? Warum hat ja keinen Bock auf Sterben? Das soll mal einer verstehen. Die hauen hier wieder voll rein, ne? Die sind erstaunlich gut. Die Snakeorinos. Hat der das schon immer gemacht? Und geschossen? Und Minigun for the win! Alter, der bekommt. Kritischer Schaden. Der bekommt. Aus allen Rohren. Aus allen verfickten Rohren. Shotgun ganz kurz. Die geht schon wieder richtig hardcore rund, ne? Alter, dieser Tritt, dieser Slide. Das ist Musik. Es ist mal wieder Musik. Oh. Da wäre was gewesen. Ich nutze nie die Macht. Naja gut, Raserei ist jetzt auch nicht so wahnsinnig gut.
Klar ist ein Vorteil, aber es gibt krassere Vorteile. Sagen wir es mal so. Gut, hier ist eine Menge Shit noch. Oder auch nicht, ist irgendwie alles unter mir. Der ganze heiße Shit ist unter mir. Ah! Ein Dread Knight? Oh nein, oh nein! Okay, let's go. Wie schlimm kann's schon sein? Okay, so schlimm. Aber doch nicht so schlimm. Ey, diese Dinger werden jetzt irgendwie leichter, ne? Davor waren die immer so unerbittlich extrem und jetzt denke ich mir so, naja. Gibt Schlimmeres. Konfetti Maker Party Modus. Ich muss hier sliden. Das ist rohe Argent Energie. Das Leiden auf Erden, das Blutbad, alles. Hierfür. Nach dem Entzug der Seele wird sich die menschliche Hölle im Laufe der Zeit in die Dämonen verwandeln, die du jetzt bekämpfst. Die entzogene Seele hingegen treibt ihre Welt an. Die Essenz der Hölle. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich nicht so Bock drauf. Och nein, wer macht denn hier wieder sowas? Ha? Wer macht wieder so einen Käse? Bumm. Bam. Hör so auf. Mit dem Schmuh. Oh, keine Muni mehr. Was sind das für Flammen? Oh nein! Wo? Wo ist der Dude? Wo ist der Dude? Wo ist der Dude? Werde ich sowas von schwerteln. Hier oben. Bleib stehen! Scheiß auf den. Habe ich voll keinen Bock drauf. Oh nein! Warum? Bin ich so gefoltert? Boah. Ah, der ist ja immun gegen BFG. Aber ich habe hier noch einen BFG-Schuss. Mal ein bisschen laufen, erstmal den ganzen kleinen Kram holen. So, du hier gibst eine Munition, Sklave. Nein, 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 nein. Alter. So. Okay, jetzt habe ich Zeit für dich. Auf mit der Scheißka. Was trifft mich denn hier so böse von hinten? Ich habe noch keine Zeit für dich. So ein bisschen Heilung. Rüstung. Oh Mann, der Reverend da hinten. Dankeschön. Oh, jetzt ist eine dämliche Katze. Ich glaube, ich werde den wirklich... Wie schnell ist dieses Vieh? Komm her. Komm her. Nein! Nein! Ach, den kann man nicht... Du bist so ein... So ein Arsch. Kann man nur so ein Arsch sein. Niemand kann dich leiden, das merkst du, oder? Ich will den da hinten töten, damit ich seine Lebensenergie bekomme. Au. Ja, komm. Oi, oi, oi. Gib mir irgendwas. Segen. Ja, ich hab's verstanden. Nein! Oh, ich wollte ihn eigentlich zerlegen!
Was? Hab mich doch getroffen. Der Muni. Was da hinten? Ist irgendwo noch Heilung? Ist hier irgendwo noch ein kleiner Mann? Oh, hier ist Heilung. Nochmal Heilung. So. Endlich. Meine Güte, bist du ätzend. Okay, den kann man auch mit dem Schwert nicht besiegen. Der Bruder ist unberührbar. Untouchable. Moment mal. Wo ist denn jetzt hier dieses kleine Leckerli? Hinter dem Seelenstrudel hier. Kann man dahinter springen? Nee. Hier ist noch Rüstung, Rockets, irgendein Ding. Ich zerschieße es mal. Oh. All you can eat. Können wir diese Strudel hier nehmen? Nee. Hier habe ich das Ding. Wie komme ich an das verdammte Secret? Oh, warte. So. Eventuell so. Warte mal. Wenn wir auch wieder hier Punkte können wir ausgeben. Dankeschön. Dickere Haut. Respawn für die Fässer. Ich vergesse immer, dass ich die Splittergranate auch noch verwenden kann. Zweimal. Okay. So viele Tasten, die man sich merken muss. So verflucht viele Tasten. Flash and Metal Doom 2016. Album gefunden. Haben wir schon mal wieder eine Sache. Was, da unten war ich bereits? Ich hoffe, wir das Leckerli nicht bekommen. What? Und, oh, Tyrant. Okay. Oh nein. Warte mal, wo muss ich denn lang? Wegfindung. Au. Au. Alter. Jetzt bin ich wieder hier, ne? Hat sich das gelohnt? Wo ist ein extra Leben? Wo muss ich denn hin? Irgendwo da oben hin. Vorsicht. Oh, Scheiße. Oh Gott. Oh, verflucht. Das wird ja wieder witzig. Hahaha, Doom. Wir amüsieren uns alle. Hahaha. So, Lustig. Nein, ja. Nein, ja, ja. Nein, Moment. Jetzt, hier muss ich gar nicht hin. Ich hätte nur noch gegenüber gemusst. Ich dachte, ich müsste noch eine Etage höher. Wo komme ich denn? Ah, wahrscheinlich. Wenn ich hier nochmal rüber gehe, ne? Erst hier einen Stecker rein. Finger rein, Spender sein. Und dann hier nochmal ran. Da, jetzt habe ich wieder Orientierungsprobleme. So, und... Dankeschön. Habe ich alles? Yo. Die Dämonen nutzen nur einen Teil der Energie, die die menschliche Seele mit sich bringt. Die Maker und die Wächterpriester entdeckten die wahre Macht der Essenz und setzten sie frei. Sie kombinierten Wächter- und Höllenenergie, veredelten sie und erschufen Argent. Damit taten sie erstaunliche Dinge. Sie retteten Welten vor der Auslöschung, heilten die Kranken und gaben denen, die würdig waren, unendliche Macht.
Also bin ich würdig, ja? Ich würde es als würdig begutachten. Moment hier. Kann man da rein? What? Warte, laut meiner Sicht hier ist hier ein Secret. Ah, hier. Ah. Dieses Ding da oben. Und was ist da drin? Eine Münze. Weiß gar nicht mehr, wo ich die ganzen Münzen hinstecken soll. Scheiße. Wäre da nicht was gewesen? Ach nee, auf der anderen Seite nur. Diese Einrichtung. Moment, ja. Stand im Geheimen. Die Wächter der Nacht haben nie von ihrer Existenz erfahren. Wächtersklaven erbauten sie. Denn ein Maker kann niemals die Hölle betreten. Und ein Dämon niemals würdig. Argent Denur war für die Maker elementar. Ist das so? Dann nach oben bitte. Aber erst hier noch ein bisschen Spielzeug. Archwill. Der kleine Archie. What? Moment, ah, ich muss hier ran. So, was geht da unten ab? Oh, verdammt, so viele Seelen. So viele Seelen. Oh nein, ich bekomme die Rüstung und alles. Von dieser Maschinerie. Es gab einen Handel mit dem dunklen Fürsten. Die Meters. Energie von den Verdammten und im Gegenzug bekam die Hölle mehr Welten zum Verschlingen. Eine unheilige Union, die nicht weiter bestehen darf. Ach, die Hölle macht das nicht nur auf der Erde, sondern das ist so allgemein den ihr Ding. Muss ich hier rein? Ah nein. Ah. Okay. Guten Morgen! Was geht ab, Jungs? Pinky, bis besser! Oh nein! Nein! Ah, friss! Friss deinen eigenen Shit! Geht er down? Ist Pinky down? Och nein, jetzt könnte ich noch so ein... Ah, das ist ein Baum. So, das habe ich auch noch nie gesehen. Baum in der Hölle. Nein. Du wärst mein... Da ist wieder Pinky. Also du wärst tot, Pinky. So, ich bin mal hier oben und schlage mal das Ding hier weg. Kann Pinky hier hoch? Was geht? Jetzt habe ich wieder Energy. Gut, die Lage ist hiermit offiziell wieder cool. Jetzt bist du dran. Lecco Mio! Das gibt es doch nicht. Mal die hier, aber in der Variante. Weil ich könnte mir sehr gut vorstellen. Moment. Bam. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass hier gleich noch irgend so ein Dude kommt. Und ich bin tot. Warte mal. Was ist das da oben? Da ist Schwertenergie. Okay, ich kann hier hin. Hier ist noch ein bisschen Muni. Kann ich hier rüber? Ha. Kann ich mich daran festhalten, oder? Ja. Gibt
gibt es hier irgendwelche spannenden Sachen wie ein Leben oder so? Nein. Ein Stück höher. Okay, ich soll nach oben. What? Muss ich da ran oder? Ich sehe gerade echt nicht den Weg. Das ist ziemlich verwirrend, dieses Konstrukt. Lass mich rauf, du Schwein. Schwein. Komm aus dem Weg. Schwein. Wo ist das Auge? Das Oche. Ich brauch das Oche, du. Okay, hier drüben. Ganz easy. Bindehautentzündung. Cool, die haben die Waffen aktiviert. Renn mal da durch. Das müsste eigentlich auch dir wehtun. Na klar, die geht genau aus, wenn du davor stehst. So, haben wir hier noch ein Auge? Lucky Lucky. Oh, schon da. Das war überraschend einfach. Überraschend einfach. Und ich bekomme hier noch ein bisschen Klinge. Mal gucken, ist hier irgendwas? Nein. Nun, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.